waren die Felder am anderen Flussufer. Am Wald? Bojan Klimek. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Na du? Ja? Was ist denn, Wolf? Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Das stimmt. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Würde sagen, uns hätte ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Okay. Ich tue trotzdem nochmal speichern, ne? Weil... Wegen Dinge. Inventar. Ach, ich habe so viel Platz jetzt. Okay. Jetzt futter ich noch? Guck ich doch mal hin. Hier drüben ist das. Wir müssen ja nichts anderes tun, ne? Also gut, dann haben wir's, ne? Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Was für Ding? Hab mich gerade verhört? Schmiedelringen? Hä? Hab ich bestimmt verhört, oder? Das kann ja nicht sein. Okay, suchen wir. Wie sammeln wir noch ein paar Dinge ein? Und gehen wir auf den Weg dorthin zu dem Feld. Ach, das ist die alte Mühle, ne? Wo wir letztens waren. Cool. Ach, da ist er, der Jasmir. Oder Wessimir. Wessimir, so rum. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ich bin bereit eigentlich, ne? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Ist das da? Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Ja.
ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Gespielt hast du? Ach so. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Okay. Auf geht's. Sieht schön aus, ja, Greif. Das fällt. Wow, Spiel ausgehen. Vorsicht! Sturzflug! Musst du mal runter? Wow. Hallo. Na komm schon. Wow. Warte. Wo ist er denn hin? Puh, ist natürlich ein bisschen... schwierig. Finally. Puh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay.
Ah, hier. Mondzunge, Greifenreihe, Bestunde. Greifenmutar. Okay. Diese Geräusche. Geil. Sehr schön. Ich kann ja die Rutschhochlauf reiten, hinleiten, weil das ist nicht so weit. Das ist leider nicht so weit. Ja. Ist alles noch voll in Ordnung. Mach langsam. Das ist cool aus Sport. Sehr nice. Okay, weiter geht's. Naja. Ech, Elen Tedakida. Et Egon Yalva. Du musst doch mal absteigen, ne? Naja. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Mhm. Was? Kein freundlicher Hauptmann mehr? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist! Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Habe den Greifen getötet. Leute! Bastard! Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Hm. Stufe 3, jetzt schon. Warte, will ich mich verarschen? Ich habe 100 Jahre gebraucht für Stufe 2 und jetzt kriege ich so instant schon wieder Stufe 3? Das ist nicht euer Ernst, oder? Und ich habe das Gold so einfach noch angenommen, dass man mal was hat. Oder so, ne? Also, ihr wisst schon, ne? So, dieses Feuerzeug kann man ja auch mal machen, weil das ist gar nicht so schlecht. Nutze ich sehr oft. Deswegen. Ja, aber nur ein Punkt. Hä? Ich habe Stufe 2 viel mehr Punkte gekriegt. Hä?